Ich möchte dir zeigen, wie man die Geschwindigkeit und die Dauer von Filmteilen festlegen kann. Wenn ich ein Bild habe, mache ich einen Doppelklick, dann kann ich hier die Dauer, wie das Bild eingeblendet ist, hier festlegen bei der Dauer. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 4 Sekunden einstelle, normalerweise werden 7 Sekunden immer ein Bild eingeblendet, dann wird dementsprechend auch dieses Bild dann nur noch 4 Sekunden eingeblendet. Also wenn ich jetzt hier mir das hier anschaue, dann komme ich in den Bereich 1, 2, 3, 4. Also 4 Sekunden für Bilder kann ich dann zum Beispiel festlegen. Und ich kann dann auch die Geschwindigkeit festlegen, indem ich mir anschaue, wie schnell ein Video abgespielt wird. Ich habe mich vorhin schon ein bisschen gespielt. Mit einem Doppelklick komme ich hier wieder zu den Eigenschaften, kann dann hier festlegen, zum Beispiel 16-fach. Dann würde es dann, wenn es hier reinkommt in diesen Teil, dann würde es dann durchrasen vor ein Bild. Und dann ganz schnell hinüber. Wenn mir das zu schnell erscheint, ich wieder hierher, verstelle das Ganze, mache das vielleicht dann doppelt so schnell, starte es, ja, geht recht rasch. Wenn ich das dann in Zeitlupe möchte, also langsamer möchte, wähle ich mir das hier aus. Wähle jetzt nicht eine größere Geschwindigkeit, sondern eine kleinere, zwischen 0,25 und ganz langsam. Man könnte sagen, im Schnäppchentempo bewegt sich dann hier dieses Video. Und dementsprechend kann ich auch dann die Geschwindigkeit und die Dauer dann dementsprechend dann festlegen. Hier ist man schon wieder ein Teil, wo Musik kommt. Und hier dann Willkommen, schon Dr. Rüdiger. der Audiokommentar.